Aber Gent ist Wahnsinn. Gent ist eine der wildesten Sechstage-Partys dieser Erde. Die sind hier völlig verrückt, völlig. Gent ist absolute Tradition. Gent ist wie Oktoberfest in München. Also als mich Jonas angerufen hat und gesagt hat, wir kommen mit dem Bus, war absolut klar, dass die fangen an, hier beim Losfahren zu feiern und werden es durchziehen, bis sie wieder hier sind. Und genauso war's. Yo, herzlich willkommen. Wir sind hier im BC Partybus. Wir fahren jetzt mit unseren Arbeitskollegen oder allen Arbeitskollegen, die Bock haben, nach Gent. Gucken uns da das Sechstagesrennen an. Das ist ein Bahnradrennen, auf dem sehr viel Bier getrunken wird. Seid ihr alle da? Six Days, geile Party. Hier wird nicht nachgedacht, hier wird ein neues Bier aufgemacht. So, wir sind hier in den Katakomben bei den Six Days of Gent und wir laufen einfach mal rum und interviewen ein paar Leute. Warum die Sechstage von Gent? Was macht ihr jetzt so besonders? Folklore, innen auf Folklore. Zes dagen Folklore. Het is gewoon leuk om een keer in die sfeer te zijn hier. Met die muziek en al. Dus ja, soms een beetje marginaal, maar ja, dat is niet erg. Ja, eigenlijk vooral voor de sfeer, denk ik. We zijn hier vandaag met een bende van 6-7 personen met een minibus. En we zijn hier gewoon om pint te drinken. Hè? We zijn fan van Ilio Geersen en we komen eigenlijk gewoon pint te drinken. In Rotterdam is dat gewoon een sportevenement. In België is dat een volksevenement. Als een speciale fietser met bier. Wir sitzen hier gerade ja, mitten in dem Innenraum. Sonst kennt man es, dass man hier auch die Schickimicki-Tische hat. Aber hier in Gent hast du einfach hier drin eine 360-Grad-Bar. Und nichtsdestotrotz ist das feierwütige Publikum auch sehr, sehr Radsport begeistert. Die sind hier völlig verrückt. Völlig. Einladung nach Gent und der Chef bezahlt die Reise und der bezahlt dann auch noch das Amstelbier, das dann noch ausgeschenkt wird. Eine richtig coole Belohnung für Mitarbeiter. Ich denke, dass das auch wirklich eine reine Verbindungsgeschichte ist, die uns noch weiter zusammenwachsen lässt. Wir als Pushbiker, ihr als Bike Components und ihr besucht uns auf der Bahn schlechthin. Morgen geht's weiter, wir würden auch gerne noch, ja, das war's. Auch.